Boah. Ey. Okay, den habe ich, den habe ich, den habe ich. Jetzt. Boah. Muss man noch ein bisschen genau gucken. Easy. Ja, lol. Oh. Ja, nein, nicht so. Lol, was machst du für ein Fail? Ganz bis nach oben. Ja. Oh mein Gott, ey. Nein, nein. Okay, jetzt will ich ja nicht wissen, was jetzt kommen wird. Hm. Muss ich eine Treppe nach oben steigen, okay? Wo sind wir jetzt hier? Langer Gang, okay. Oh, oh. Was kommt jetzt? Ja, einfach eine Kugel. Easy, easy. Hey, Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura in der Nähe. Zelda, ja, das sagst du immer wieder, hey. Besonders von dieser Kette gehen starke Schwingen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zelda mit ihr gefesselt wurde, liegt bei 5%. Okay. Ich vermute, dass er irgendwie entkommen konnte. Ich rate zu Eile. Ja, ja, Stress noch mehr, hey. So. Also ich habe Bomben, habe ich da unten gesehen, die man da einpacken könnte, aber was jetzt da vorne kommt, weiß ich jetzt nicht. Sieht mega Rutsche aus, ja? Soll das jetzt der Boss sein, oder was? Ist ja gar nichts hier. Nein. So trifft man sich wieder. Oh, nein, wie unhöflich. Ich habe deinen Namen vergessen. Kommt der jetzt schon wieder? Na, ist auch unwichtig. Hör mir nur kurz so. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Bowser. Bowser ist ja auch immer so aufgetreten. In den Mario-Dings da, wie soll ich sagen, Schlössern und so. Naja, ist unwichtig. Hör mir nur kurz zu, ne? Da sagen mir meine unfähigen Handlanger. Was, Handlanger? Dass die Heilige Maid gefangen haben. Dass sie die Heilige Maid gefangen haben. Ich eile herbei. Und was muss ich sehen? Dieses lästige Marionette. Was, diese lästige Marionette der Göttin kommt mir zuvor. Diese... Sie hat... Oh, dieses Schoßhündchen der Göttin. Sie hat sie einfach... Keine Ahnung, konnte ich nicht lesen. Dabei brauche ich sie doch, um meinen König zu befreien. Meinen König zu befreien? Okay, ich entschuldige mich. Aber jetzt verstehst du sicher, warum ich ja etwas ungehalten bin. Ach, was soll die Zurückhaltung? Ich habe es nicht eilig. Es ist genug Zeit. So spüre die Flammen meines Zorns. Okay. Oh, oh. Hey, hallo. Ja. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe noch gar nichts hier gemacht. Okay, die Flammen des Zorns. Oh. Oh mein Gott. Okay, das Mal kämpfe ich nicht gegen ihn, sondern gegen einen glühenden Höllenfels. Beradama. Okay, und wie besiegt man den? Oh mein Gott, ich glaube, ich gehe lieber weg. Shit, ey. Das ist wie so ein Höllendings, ey. Sieht das aus einer Höllenspinne, hey. Ah, da hat das Poppen, cool. Gratis Poppen, gratis Herze. Okay, ich glaube, ich sollte mal meine Poppen nehmen. Hier, weg mit dir. Rollen wir dich gleich mal ein bisschen weiter nach unten. Ja. Okay, kommt er wieder? Ja, wieder ein bisschen bowlen hier. Okay, ich glaube, das hat er nicht so gerne. Hey, das ist aber ein richtig cooler Dings. Wow, cooler Bosskampf eigentlich noch. Und bowlt hier ein bisschen. Nimmt hier ein bisschen Dings dann wieder mit. So, danke. Das ist ja cool gemacht. Ich hoffe, ich muss da nichts anderes dann machen. So ein Bowling-Boss ist eigentlich noch cool im Vergleich zum letzten. Okay, hier, was für dich? Ja, mir kommt es eben vor, dass er eher erst so eine Hülle noch um sich hat. Wisst ihr? Ich glaube, der geht erst nachher noch ein bisschen ab, hey. Das könnte eine Spinne auch sein. Jeezer. Zweimal. Okay, Junge. Hier, was für dich? Macht Spaß hier zu bowlen, hey. Okay, so. Ja, im Vergleich zum letzten ist es ja schon ein bisschen gechillter gerade. Eins, zwei. Oh, drei jetzt. Vier jetzt. Oh mein Gott, und da hinten sind noch Bomben, da muss ich aufpassen, weil die explodieren auch noch links und rechts. So, für dich hier.
Es gab hier eigentlich mega viele Herzen, gab es ja hinter mir, wenn ich Probleme habe. Mache ich irgendwas falsch oder muss ich denn weiter da nach unten irgendwie rollen? Oh! Okay, jetzt hat es mich erwischt. Ich weiß es nicht. Also weiter unten ist dann nichts. Oh, okay, ich habe nichts gesagt. Hey Junge, er kommt näher. Oh! Hüss hat ihn irgendeine Bombe da schon erwischt. Hier. Okay, falsche Richtung, macht nichts. Muss ich echt irgendwas unten machen? Mir kommt es vor, dass ich irgendwas falsch mache. Wobei, er brennt schon die ganze... Er brennt immer mehr. Er brennt immer mehr. Lol. Der killt sich noch selbst. Müsst ihr gucken. Ich muss ja gar nichts machen. Der springt da selbst in die Pumpen rein. Oh, okay, gut. Das war ein Fail. Ja, also Herzen wären nicht schlecht, dass ich da mal etwas da oben noch schnell hole. So, hier. Hier. Was mache ich eigentlich, wenn... Oh, der kommt immer weiter nach oben, oder? Okay, ja, nicht ganz. So, hier. Hier. Shit. Boah, knapp gefasst, ne. Okay, gut, er rollt aber schon weiter nach unten. Er rollt schon weiter nach unten. Er rollt, glaube ich, schon weiter nach unten. Ja, da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Er rollt zwar schon weiter nach unten, aber... Boah, jetzt ist nichts passiert. Oh mein Gott. Muss ich jetzt fighten, oder was? Oh shit, der verbrennt mich hier jetzt noch. Okay, der Bombe ist noch links. Ja, also er fängt irgendwie immer mehr an zu glühen, kommt es mir schon fast vor. Ich weiß nicht, ob ich was falsch mache. Ich komme irgendwie nicht mehr so richtig drauf. Hat er sich jetzt wieder regeneriert? Ich hoffe es nicht. Irgendwas mache ich hier falsch. Wow. Seht ihr, wie der glüht? Er glüht? Irgendwas mache ich, glaube ich, falsch. Ich glaube, ich gehe mal hier runter zu ihm. Irgendwas muss ich hier anders machen. Was ist die Mechanik bei ihm? Da schießt er die Bomben rum. Da kann ich ja nicht viel machen. Mein Gott, der kommt jetzt nach oben. Ja, das war schon gut, aber... Irgendwie mache ich, glaube ich, was Falsches. Ah! Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Oh, das Auge, lol. Das Auge, habt ihr das gesehen? Okay, ich glaube, wir haben den... Oh, 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 oh. Wir haben den Rhythmus. Hier. So, da für dich. Guten Appetit. Und jetzt kommt das Auge. Ja, hier. Richtig, genau so wird hier gekämpft. Okay. Boah, der bricht ja fast schon auseinander. Oh mein Gott. Ich muss hier aufpassen auf diese Dings hier. Boah. Okay. Boah, falsches... Ja, das ist so schwierig mit der Bewegungssteuerung, Leute. Kann ich euch... Boah. So gleich auch noch hinten. Letzten Gehör. Hey. Okay, ich wollte eigentlich die Dings die Bombe zünden, aber das sieht hier gerade schwierig aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der arme Linke. Oh mein Gott. Die Bomben rechts los. Ich brauche Energie hier. Ich habe jetzt aber noch ein Tränkchen oder so. Ich meine... Oh, ich habe keine Bomben mehr. Mein Gott, ich versuche zu bomben, aber ich habe keine Bomben mehr. Oh mein Gott, der kommt immer noch weiter nach oben. Ich hatte keine Bomben mehr. Shit, ich habe die über sich verloren. Ja, weißt du, der geht so ab hier. Das ist so, dass man so konzentriert hier. Boah, okay. Hier für dich. Ja, und für dich. Ja, da ist er. Wo ist er? Hier. Nein. Shit, das Auge. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin nicht an sein Auge hingekommen. Verschwinden Sie! So ein Fight, oh mein Gott! Hey, dann zerquetscht mich jetzt da hinten! Ich muss irgendeinen Trank nehmen oder so. Oh mein Gott, mir fehlt. Ich hab sogar. Was ist hier los? Habe ich den. Steht der Trank, schnell! Schnell! Voll Panik hier! Oh mein Gott, ey, wenn der nach oben kommt, dann sieht's nicht mehr gut aus! Oh oh, er kommt hier! Ah, er ist runter! Oh mein Gott! Ja, schnell ein paar Bomben nehmen. Ja, einer ist doch runtergerutscht. Ja, der hat sie in den Mund genommen. Jetzt! Schnell!
Ich hab ihn! Oh mein Gott, er kommt wieder! Er kommt wieder weg hier! Jetzt rollt er runter, ich hab noch 5 Bomben! Oh mein Gott! Hier! Jetzt könnte ich ihm noch eine Bombe reinwerfen! Wow! Noch 4 Bomben, er rutscht immer weiter nach unten hin! So, hier nochmal eine Bombe! Jawohl, weiter nach unten! Jawohl! Jetzt bin ich gut, jetzt läuft der Hase hier! Ja, und jetzt? Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Oh mein Gott, jetzt kommt er mit einem Superfeuer wahrscheinlich. Wow, ich sehe fast nichts hier. Wow. Hey, das ist so ein krasser Kampf, ey. So, hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der kommt nach oben. Ich habe nur noch eine Bombe. Ich habe nur noch eine Bombe, Leute. Ja, jetzt hätte ich ihm die Bombe wahrscheinlich reinschießen können. Oh mein Gott, ich brauche Bomben mehr. Der ist mega weit unten, ey. Hey, runter mit ihm. Bomben, ich brauche Bomben, ey. Ja, jetzt hat er sie gegessen, jetzt ist er wieder ready zum Schlagen, jetzt! Jetzt, jetzt! Okay. Hey, der gibt nicht auf, ey, der gibt nicht auf. Oh mein Gott, das ist so ein hartnäckiger Boss, ey. So ein krasser Kampf, ey. Oh mein Gott, ey. Ich habe immer so Angst, dass er mich da oben irgendwie zerquetscht oder so. Hey, first try, das wär's doch, Leute. First try hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Achtung, da ist noch eine, die explodiert. Ich muss ihm wahrscheinlich eine Bombe irgendwie in den Mund schmeißen oder so, wenn er da unten ist. Ja, seht ihr? Wie vor. Oh, das hat mich. Da hat mich erwischt. Ich hoffe, ich habe noch oben ein Herzchen oder so. Nein, ich habe keine Herzchen mehr. Oh mein Gott. Jetzt gibt's nur noch dich und mich. Oh mein Gott, keine Herzchen mehr. Bombe, Bombe. 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 Boah. Jetzt noch eine Bombe in den Mund und dann. Das ist wahrscheinlich für dich, oder? Hier. Richtiges Timing. Jetzt. Rechte Seite, linke Seite. Ja, nach oben ist schwierig. Jetzt dreht er sich wieder um. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lol, er ist über mich. Was ist los? Oh mein Gott, wir haben die Seiten gewechselt. Jetzt rollt er sich runter. Oh mein Gott, ist runtergerutscht. Was für ein Fight. Hey. Ey, ich muss es schaffen, ey. Ich darf nicht sterben, ey. Jetzt kommt er danach. Jetzt ist er aber mega weit unten. Jetzt ist er mega weit unten, ne? Hey, wie viel? Die Feuerbälle, die kommen noch nach oben. Oh mein Gott, das wird jetzt heftig. Ja, und jetzt rollt er. Er rollt sich wieder automatisch nach unten. Pff, heftig. Klar, ich wusste am Anfang noch nicht so richtig, wie er tickt. So, jetzt. Oh mein Gott, 1,5 Herzen noch. Ey. Okay. Boah. So, getroffen. Jetzt noch einen in den Mund danach hier. Schnell. Oh, der rollt so weit nach unten. Jetzt. Jawohl. Und jetzt Auge. Ja. Nach oben. Andere Auge hier. Hey. Hey, das ist so fies. Das ist so dreckig gemacht. Ey. Jetzt. Oh mein Gott. Nein, und er lebt noch, ey. Hey, wie viel Power der hat. Nein, ich bin gestorben, ich glaub's nicht. Ah, oh, es hätte sicherlich mega wenig gefehlt. Boah, was für ein Kampf war das, ey. Ich glaub's nicht, ich muss mir einfach dann einen zweiten Trank da noch machen, ey. Shit, ey, das war so spannend, ey. So, es geht los. So. Ah, jetzt kommt er wieder mit seinen Feuerbällen hier. So, so, so. Jetzt kommt er wieder. Ja, den kann man gar nicht stoppen, der läuft unter mir durch und will einfach runterrollen hier. Bitte, easy, easy. So. Weiß nicht, ob er jetzt den Mund öffnet oder nicht. Ich glaube schon, oder? Ja, hier. Das heißt, er hat sein Angriffsmuster hier am besten leicht verändert. Wenn er runterrollt. Hey. Ja. Ja, ich bin so schlecht hingekommen gerade. Jetzt läuft er wieder unter mir durch, okay. Jetzt rollt er wieder runter.
Hä? Da muss er einfach ein bisschen verstehen, wie er so funktioniert. Gibt es nicht etwas zu essen hier? Ja, okay. Das war jetzt ein bisschen fällig. Ah, hier nochmal was. Hier. Feini, feini, Guti hier. So. So. Hä? Jetzt brennt er wieder. Jetzt dreht er dann richtig krass durch hier. Eieiei. So. Jetzt können wir ihm wieder was zu essen geben. So, bist du ready? Ja. Guten Appetit. Ja. Okay. Ich glaube, so besiegt man ihn eigentlich am besten. Ja, man muss auch zuerst wissen, wie man ihn besiegen kann, ne? Wow. Was war das für eine schwarze Seele? Yay, ein Herz-Container. So. Du hast einen Herz-Container erhalten. Deine Lebensenergie wurde um ein Herz erhöht. Cool. Und jetzt geht's, wo geht's jetzt eigentlich? Ich glaube, wir sind von da hinten gekommen, aber so geht's nach oben, würde ich mal sagen. So. Mal schauen, was hier oben ist. Ah, da sind ja noch ein paar Herzchen. Ja, hier bin ich voller Energie hier. Weil jetzt bin ich ja noch gespannt, wie es jetzt nachher weitergeht hier. Eigentlich so vom alten Teil, also so vom Erdenreich zum Feuerreich. Also Feuer-Erdreich ging das relativ noch schnell. Hä? Ja, was läuft da mit euch? hallo? Zelda? Was läuft mit euch? Ist die irgendwie da manipuliert oder so? Hypnotisiert? Ja, hallo? Ja? Trimo! Du darfst nicht nach draußen gehen. Wie gesagt, diesen Hochzeitskleidern. Nein, Zelda, ich habe euch schon erklärt, dass ihr euch zurückhalten und auf eure Aufgabe konzentrieren müsst. Das ist so eine vorbestimmte oder so. Jö. Dream, es tut mir leid. Ja, Erklärung ist los. Es tut dir leid, ja. Bleib stehen, bleib stehen. Hey, wer hat gesagt, du darfst nach Stalknir? Du bleibst stehen. Aber es fällt zu spät, wenn ich dich so sehe. Beschleicht mich der Gedanke, dass die Göttin sich bei ihrer Wahl vertan hat. Deine Fähigkeiten reichen nicht aus, um Zelda zu beschützen. Dir gefällt nicht, was ich sage. Aber wenn ich nicht gekommen wäre, wäre Zelda jetzt in den Händen unserer Feinde. Es hat keinen Sinn, das Ganze in schöne Worte zu verpacken. Ist das überhaupt eine Sie oder ein Er? Das ist, glaube ich, eine Sie, oder? Du warst so langsam und hast Zelda im Stich gelassen. Das ist doch eine Sie, oder? Zelda muss weiterreisen, um ihre Bestimmung zu erfahren. Wenn du, Auserwählter, Zelda helfen willst, musst du die Prüfungen, die vor dir liegen, bestehen. Nur so erreichst du die nötige Stärke, um Zelda wirklich helfen zu können. Hast du das verstanden? Ich glaube schon, das ist eine Sie, oder? Oder ist es ein R? Ich kann das nicht irgendwie unterscheiden, irgendwie. Diese Kreaturen in diesem Spiele. Hey, Fei, was hat der da gesagt? Übersetzt das mir mal bitte. Fei, nicht traurig sein. Nicht traurig sein, du hast deine Begleiterin, die hilft dir da schon weiter. Ja, sie ist gar nicht rausgekommen aus meinem Schwert. Hallo, hallo, raus mal aus dem Schwert, Tipps. Du hast mich gerufen, okay, die hat gar nichts gesagt.
Okay, gut, bin ich alleine, kein Problem. Hier sieht es mega schön wieder aus hier. Sag mal, das ist so ein schöner Bereich hier, ja. So. Ring. Jetzt gibt es wieder die dritte Tafel hier wahrscheinlich. Ja, oder sie kommt wieder vielleicht jetzt. Fei, dein Lied. Kipita, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Das ist der gleiche, ich werde die Worte nun übersetzen, hör gut zu. Oder? Von jenseits der Zeit und Raum sich leitet den Träger der Schwert. Das ist genau dasselbe. Das ist dasselbe wie damals. Aber schöne Musik mit dem Hintergrund. Die Quelle des Erdlandes. Das Land des Sandes, Ranel. Dort öffnet sich das Zeitportal. Das Zeitportal. Wie es ihr vorbestimmt ist. Boah, Sand geht's. Oh mein Gott. Normalerweise wäre es doch immer so nach Feuer Wasser gekommen oder so, nicht? Sand. Yay. Was ist das für eine Farbe? So goldig, oder? Ja, so goldige. Gelbliche, ne? Du hast die Bernsteintafel erhalten. Sie ist aus Schwemmstein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Der Blick. Ha, da ist sie ja. Jo. Nur eine Illusion gewesen. Tja. Okay, da sind wir draußen aus dem Vulkan. Dann würde ich mal sagen, bringen wir diese Tafel dann wieder zurück, dann in der nächsten Folge zu dieser Statue, Himmelsstatue oder wie die da heißt, und dann nachher gleichzeitig schauen wir dann nachher weiter, wie es dann nachher in diesem neuen Erdenreich danach oder neuen Sonnenreich da aussehen wird. Gut, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr auch dieses Video zum Support liken würdet. Abonniert meinen YouTube-Kanal, wenn ihr Zelda mögt oder vielleicht auch Genshin Impact. Schaut einfach mal meine anderen Videos an, würde mich darüber freuen. Vielen Dank und tschüss zusammen.